Trommelstöcke in der Tasche, in der Hand ne Cognacflasche und ein Autogramm von Klaus Kinski. Und damit herzlich willkommen zurück zu Mondschatzjäger 3. Vielleicht kann mir jemand sagen, woher dieses Zitat gerade war. Falls ja, cool. Falls nein, auch nicht schlimm. So, let's go. Nein, I don't want this. Man weiß halt immer nicht, ob man es wirklich brauchen könnte oder ob das Spiel einen verarschen will, ne? Weil wir hatten es jetzt schon so oft, dass wir irgendwelche Items bekommen, die einfach keinen Nutzen hatten und die nur da waren, um den Spieler zu trollen, dass ich halt da einfach kein Vertrauen mehr habe. Es tut mir sehr leid. Aber eigentlich tut es mir nicht leid, weil ihr seid selber schuld. Daher, ja. Au, Mist. Huch. Ups. Eieiei, was ist denn jetzt? Na gut, hat sich trotzdem gelohnt. Die Unbesiegbarkeit. Oh, ich habe keinen. Au. Oh, Glück gehabt. Ich hatte noch Schutz. Die Skorpione sehen sehr bulkig aus, ehrlich gesagt. Hallo? Nett, dass der von der Seite nicht schießt. So. Ha! Ui, was geht denn hier ab, ey? Ist doch mal Schlussverkauf oder so. Nein, danke. Ach Mann! Einfach über ihn hinweggeschossen. Das ist ja auch nicht schlecht, ey. Na gut, komm, wir ballern uns mal. Wir ballern uns hier einfach mal durch jetzt. Was soll's. Au. So kann ich den bestimmt nicht abschießen, ne? Komm, 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 komm. Ja, na klar, so schnell schießt du. Okay, cool. 5 Statuen gibt's hier. 5. Crazy. Mist. So könnte es aber gehen. Nein. Geht doch. Na gut. Inne Kloppung inne. So, und hier sind jetzt diese ganzen Schätze. Hahaha. Erwischt habe ich sie. Mist. Nice. Und Skorpion. Weißt du, eigentlich müsste er sofort zum Instant zu einem Skorpionpfannkuchen werden. Wow. Alter, ist das fies. Junge, Junge, ist das fies. Ah, und hier gibt es jetzt noch die ganzen Statuen. Alles klar. Jo, das war doch ganz lustig. Level 21 abgeschlossen. Was kommt jetzt? Es ist nicht mehr weit. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Ja, habe ich nicht vor, ne? Jetzt habe ich mich schon so weit gequält.
Okay, nach links geht's nicht. Nee. Wie geil, dieses Holzschild da, wo auch noch ein gemaltes Huhn ist, das sich duckt. Oder dückt, wie manch anderer sagen würde. Ja, es gibt wieder verschiedene Wege, ne? Au. Nein! Ja, super. Danke. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, ey. Irgendwie in diesem Spiel die Angewohnheit, instinktiv immer den falschen Weg zu nehmen, gefühlt. Aber jetzt gehen wir nicht mehr zurück. Wenn es jetzt der falsche Weg ist, dann ist es halt so, ne? Dangerous. Yo, danke. Oh Mann, oh, warum kriegt man immer Schaden? Ich hab doch geboxt. Was wollt ihr denn? So, wofür war der Hebel jetzt? Oh, dafür offenbar. Okay, also man musste hier scheinbar hin. Mann, oh. Ich geh mal hier runter. Aha. Okay. Interessant, I guess. Okay. Wir brauchen mal wieder so ein Plus. Wir brauchen mal wieder Gesundheit, Kinder. Das wird's. Oh nein. Oh, der ist neu. Das ist jetzt natürlich. Okay, das ist ein prähistorischer Tennisspieler, wie es scheint. Okay, kann man aber ganz normal besiegen. Der wirft halt nur mit Schädeln um sich. Naja. Soweit, so okay. Aber ich brauche trotzdem mal einen Plus, Leute. Das ist wie beim Jahresabschluss. Man braucht immer am Ende einen Plus. Sonst hat man ein Problem. Sonst stirbt man nämlich. Ist auch wie beim Jahresabschluss. Wenn man keinen Plus da stehen hat, dann wird man nicht mehr lange überleben. So. Ja, gut. Oder ein Levelende, das geht auch. Wir haben sogar alle Statuen bekommen. So. Weiter geht's. Die 23. Tafel befindet sich an der Spitze einer Pyramide. Na dann wollen wir doch mal gucken. Oh, oh. Das Auge des Ra. Okay. Ah, diese Kackfledermäuse, ey. Oh, oh. Das war ja gemein schon wieder, ey. Oh, wieder richtig fies. Das war wieder richtig fies, ey. Die machen einen doch bestimmt auch instant tot, ne? Safe. Na gut, da gehen wir halt den normalen Weg. Das ist offenbar nicht der normale Weg, weil hier geht es nicht weiter. Ups. Wow. So, so hat es geklappt. Sehr gut. Okay, wo lang jetzt? Jetzt müssen wir... Da! Okay, alles klar, es geht auch. So, tschüss. Ich hoffe, wir brauchen keine Munition oder wir finden nochmal welche. Das sind jetzt so Käfer, ich fasse es nicht. Ach, guck mal, hier der Pharao Tutatüt wieder.
wie das schöne, hauptsache das Wurstsymbol da, wie das schöne kleine Easter Eggs für die Langzeitfans. Kloppung! Oh yeah! Nicht anhauchen, sonst krieg ich wieder deinen Mundgeruch ab und sterbe oder so. Das wollen wir doch halt nicht. Okay, das hier ist offenbar die Pyramide, von der die Rede war. Aha. Weiß jetzt trotzdem nicht, wofür dieser Hebel war, den wir gerade gedrückt haben. Ah, hierfür. Okay, alles klar. Oh Mann, kann ich mal nicht in jeden Gegner reinrennen? Wie wär's denn damit? Antwort: Nein, offenbar nicht. Offenbar ist das genau mein Ding. Au! So, was haben wir hier? Kein Plus oder so. Doch, hier gibt's ein Plus. Nice. Sehr nett. Das war das Plus, was man ganz am Anfang gesehen hat. Ah ja, fast, aber nur fast, hätte ich sie vermisst. Oh Mann, Junge. Dein Ernst. Alle Gegner besiegt. Ist das Level gleich vorbei, oder was? Das wäre ja crazy. Tatsache. Nice. Hat Spaß gemacht. Kleines, schönes Level. Das war ein hartes Stück Arbeit. Weiter geht's zur Tafel 24. Och, ging eigentlich. Also die Arbeit war jetzt gar nicht mal so hart. Da hatten wir schon deutlich härtere Stücken Arbeit. Nein, danke. So, wieder weiß ich nicht, wo lang soll ich gehen. Ich gehe jetzt erstmal hier in den Tempel rein. Aha. Da ist ein Rad. Okay. Okay, interessant. Ich weiß jetzt nicht genau. Ah, das Rad ist einfach was anderes wie ein Hebel. Okay. Verstanden. Nice. Und wir sind sogar mal instinktiv den richtigen Weg zuerst gegangen. Ist auch mal schön zur Abwechslung so. Also gerade geht es ja vom Schwierigkeitsgrad her ganz gut eigentlich. Aber wir kennen Mondschatzjäger, ne? Wir kennen ja Mondschatzjäger. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Nein, danke. Mist, hier komme ich nicht mehr hoch, oder was? Oh, ist das assi schon wieder. Boah, soll man das so riechen immer? Woher soll man das denn immer riechen, ist die Frage. Nein! Wow. Hinter den Springen ist ja auch mal stark, ne? So, wir haben noch 3 Minutos. Au. Gucken wir uns gerade nochmal hier die Kiste. Also die Schatztruhe vielmehr. Kiste. Das ist Understatement. So. Okay, intense Gameplay, Leute. Es ist intens. Kein Risiko eingehen. Okay. Da müssen wir also rüber. Oh Gott. Puh.
alter Schwede, ey. Schwierigkeitsgrad zieht an, definitiv. Ah, ist hier auch cool mit dem Hintergrund, ne? Dass man so rausgucken kann, da die Pyramiden sieht. Schon nice gemacht. Schon nice gemacht, so. Oh, nicht mal Schaden genommen. Ja, krass. Beeindruckt. Okay. Jo, das war's. Nice. Cooles Level. Hat Spaß gemacht. Wieder mal. Ah, die 25. Tafel ist hinter Gittern. Betätige den richtigen Hebel. Ich habe das Gefühl, an das Level erinnere ich mich sogar. Dunkel. Schauen wir mal. Ich habe das Gefühl, 5 Minuten. Okay, da ist die Tafel. Und da sind die Gitter. Ja, ja, dunkel klingelt da was, obwohl es schon so lange her ist. Da hat das Level wohl irgendeine Art von Eindruck hinterlassen bei mir. Oh nein, er ist so sauer, der Steine, Mensch. Okay. Ich glaube, wir mussten einen Hebel nach dem anderen betätigen, ne? Ich meine, das Level ist so aufgebaut, dass dann eine Tür nach der anderen aufgeht und dann so peu à peu arbeitet man sich hier durch. So, hier ist zum Beispiel ein Hebel. Das sieht doch schon mal gut aus. Du, dich kloppe ich einfach mal just for fun, damit Moorhuhn nicht aus der Übung ist, was Boxen angeht. Da, 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 da. So. Okay, und jetzt müsste irgendwo eine zweite Tür aufgegangen sein, aber wahrscheinlich hier. Jawohl. Das Plus heben wir uns mal auf. Wer weiß, wann wir es brauchen. Und ich weiß, es ist kein Plus, es ist eigentlich ein rotes Kreuz, aber egal. Für mich ist es jetzt halt ein Plus. Was soll ich euch sagen, Leute? Voll umständlich die Statue geholt. Okay, das war der nächste Hebel. Der war leicht zu holen. Mist. Jetzt bin ich doch reingerannt. Und jetzt geht's hier oben weiter. Alles klar. Gehen wir unten lang. Gehen wir unten lang? Bin mir nicht so sicher, ob ich das hier gerade richtig mache. Oh, Alter. Oh nein. Okay, ich erinnere mich dunkel. Ich erinnere mich dunkel an dieses Level. Alter. Und an dieses komische Stein-Dingsi. Junge, Junge, Junge. Ist das hier süchtig, ey. Okay, wo geht's unten weiter? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das war ja gar nicht mal so schlecht. Aber, aha. Okay. Wir müssen genau den gleichen Weg gehen wie eben. Au. Denn anders geht es nicht. So, ich warte nochmal auf den nächsten Steinsack. Irgendwie sieht es aus wie ein Sack. Ich weiß auch nicht wieso. Für mich sah es immer aus wie ein Sack. Okay, das war nice. Jetzt können wir es auch gebrauchen. Und jetzt geht's hier runter. Ich finde das Level wirklich cool vom Aufbau her. Das finde ich nicht schlecht, ehrlich. I like it. Okay, die Schlange hat mich zwar gerade getroffen, aber sie konnte mich nicht verführen. Also verfluchen, was auch immer. Was auch immer die da mit einem genau macht, verführen wahrscheinlich nicht. Das ja, das ist wahrscheinlich falsch. Das ist dann doch wahrscheinlich falsch. So. Ah, okay. Ah, okay, okay, okay. Das sind beide Hebel für die beiden Tore. Nice. Ganz ehrlich, wieder ein cooles Level. Gefällt mir gut. Also so langsam macht das Spiel Spaß. Für die Suche nach Tafel 26 hast du nur wenig Zeit. Vorsicht.
Okay, das sehen wir uns dann im nächsten Part an. Eventuell schon der letzte Part von Moorhuhn Schatzjäger 3. Schauen wir mal, wie es laufen wird. Ja, und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und macht's gut, sagt euer Frittenfriseur. Yeah. Tschüss.